zweite Song, den ich haben will, das, ich lebe seit 28 Jahren in Amerika, in Kalifornien, und wenn ich da diesen Song mache, mein Familienname ist Gershwitz, aber in Amerika wird es ausgesprochen Gershwitz. Und dann frage ich mir die Leute, okay, ich mache jetzt mal einen Song von einem Komponisten mit einem ziemlich ähnlichen Namen wie Gershwitz. Und dann gucken sie mich an, Rachmaninoff. Ha? Okay. Beethoven? No. One more try. Gershwin? Yeah! Alright! So, das wird meine Interpretation von Rhapsody in Blue. Obwohl dieser Song für die nächsten 150 Jahre der United Airlines Theme Song sein wird.